Und dann war ein riesengroßes Tor, ein Eisentor, und das ging auf. Und wir waren im Ghetto. Nach uns wurde das Tor geschlossen und wir mussten Aufstellung nehmen auf dieser Straße. Und die SS ist verschwunden. Da haben wir gestanden den ganzen Mittag und den ganzen Nachmittag. Und gegenüber gingen plötzlich Türen auf, kamen Menschen raus und die brachten uns Tassen mit heißem Wasser. Das war das erste Heiße, das wir nach 5 Tagen überhaupt gesehen haben. Und jeder hat einen Schluck bekommen. Und dann haben wir die Leute angesprochen, woher seid ihr, woher kommt ihr, was ist hier los? Also die waren ungefähr 4 Tage vorher vor uns angekommen. Eine Gruppe aus Köln und die nächste aus Kassel. Und die waren so angesiedelt worden in diesen winzigen Häusern, wie sie angekommen waren. Erst die von Köln am 12. und die von Kassel am 13., wir am 14. Und wir haben gefragt, was ist hier los? Was tut sich? Erzählt doch. Und die haben kein Wort gesagt. Die haben nur gesagt, ihr werdet es schon alleine sehen. Ihr werdet es schon alleine sehen. Aber haben überhaupt keine Antwort gegeben. Und plötzlich fuhr die SS wieder vor und die Menschen sind verschwunden in den Häusern und die brachten Bretter mit und stellten die auf Böcken aus, so wie große Tische. Und dann ging es los. Ich bin Krause, euer Ghetto-Kommandant. Krause. Krause, Kurt Krause. Der war Obersturmführer. Und sein Gehilfe war Gimnich. Gimnich, später hat sich herausgestellt, dass er gar nicht Gimnich geheißen hat, sondern Schröder. Und er stammte aus Gimnich, einem kleinen Ort bei Köln. So hat er sich Gimnich genannt. Die meisten haben doch ihren Namen nicht gegeben. Und der Krause hat angefangen zu schreien, zu bellen, wie ein Hund. Alle Wertgegenstände abgegeben, Gold und Ketten und Trauringe und so weiter, Pelze. Und Juden ist es nicht erlaubt, Wertgegenstände zu besitzen. Juden ist es nicht erlaubt, Juden ist so Todesstrafe, Todesstrafe, Todesstrafe. Es ist Todesstrafe auf Briefschmuggel. Juden dürfen keine Briefe schreiben und keine Briefe empfangen. Todesstrafe, Todesstrafe, Todesstrafe. Alles war Todesstrafe. Und Juden dürfen keine Kinder gebären. Todesstrafe. Das war das letzte von seinen Gesetzen. Die Leute sind vorgetreten, haben ihre Füllfeder abgeben müssen, ihre Uhren abgeben, alles abgeben müssen. Ich habe gar nichts abgegeben. Ganz einfach, ich habe meine Uhr hochgeschoben auf den Arm und zugedeckt. Und eine Kette hatte ich, habe ich von innen reingesteckt. Und mein Füll hatte man mir schon in Düsseldorf weggenommen. Und da haben wir gestanden, bis es dunkel wurde. Und plötzlich kamen SS, aber niedrige Schergen, und haben gepfiffen und in diese Straße rein. Hab angezählt, 1, 2, 3, 4, 5 Häuser, alle rein. Und so kamen wir in diese Häuser. Es war stockdunkel. Wir haben überhaupt nichts gesehen. Menschen haben Streichhölzer angemacht. Und dann haben wir gesehen, wir waren 17 Leute in einer winzigen Küche und einem Zimmer. In diesem Zimmer waren in einer Ecke Matratzen aufgehäuft. Es war ein Kleiderschrank drin. Und in der Mitte stand ein Tisch mit Stühlen rundherum. Und die haben alles lag auf dem Boden verstreut, so als wenn die Menschen in einem fürchterlichen Tempo rausgetrieben worden wären. Auf dem Tisch standen Schüsseln mit gefrorenen Speisen. Und da haben wir gesehen, irgendetwas Schreckliches muss passiert sein, weil überall lagen noch Lachen von Blut. Aber wir wussten nicht, was geschehen war. Das Einzige, was ich mit Bestimmtheit wusste, dass etwas Furchtbares geschehen war und dass diese Menschen in Panik aus diesen Häusern getrieben worden sind.